Ja, ein herzliches Hallo zurück zum Landwirtschaftssimulator. Und zwar sind wir ja gerade hier auf unserer neuen umgestalteten Map. Und wir werden jetzt auf jeden Fall mal hinten die Felder düngen, weil wir die ja gerade frisch am Ansehen sind. Und dann werde ich den hier zunehmen, den Deutz. Genau den hier. Start. So, und dann können wir hier unsere Dünge. Düngespritze holen. Die steht ja hier hinten. Hoffe ich. So, also die füllen wir jetzt auf mit Dünger. Habe ich mal hierhin gestaltet, in diesen Lagerhallen. Einmal hier Saatgut und einmal den Dünger. Alles schön auch unter Dach ist. So. Auffüllen. So, das war falsch. Aufklappen. Kann man jetzt auch mit dem Helfer machen. Das habe ich ja gar nicht gewusst. So. Können wir den auf jeden Fall mal düngen. Der sät hier noch. Ist aber auch demnächst fertig. Ja, dann können wir auf jeden Fall mal, denke, unser leidiges Thema, das Holz machen. Sägen, sägen, sägen bis zum Umfallen. Optimieren. Wir dann mal den großen Harvester haben. Aber das geht wahrscheinlich noch ein Stückchen. Dann nehmen wir auf jeden Fall den Hänger jetzt mit. So. Können wir hier unsere Bäume wieder umhauen. Die stehen ja jetzt wieder. Die werden wir jetzt auf jeden Fall auch umhauen. So. Und zwar gehen wir jetzt einmal hier in den Hänger. Die Kranen weg. Und die Stützen ausklappen. So. Dann haben wir hier unsere Motorsägen 1, 2 und 3. Dann werden wir hier mal unseren ersten Baum wieder umhauen. Können wir immer so zwischendurch mal machen. Finde ich jetzt gar nicht schlecht so, vom Prinzip her. So, und der müsste jetzt hier rüber. Ja, genau auf den Traktor wahrscheinlich. Ne, der fällt wieder nicht. Müssen wir den wieder anschubsen. So. Dann hier. Ja, da habe ich ja mal gesagt, hier in irgendeiner Folge, dass wir hier dann unseren Solarpark hinbauen. Und ich denke, dass wir auf jeden Fall, wenn wir jetzt hier die Kühe am Hof haben, dass wir hier dann auch noch ein paar Gewächshäuser hinstellen.
um unsere Gülle loszubekommen. Beziehungsweise nicht die Gülle, sondern der... ihr wisst schon, der mischt. So, jetzt haben wir den hier natürlich genau direkt reinfallen lassen. War jetzt nicht so gut. Im echten Leben wäre jetzt wieder alles kaputt gewesen. So. Können wir hier nochmal ein Stück abschneiden. Können wir auch zum Häckseln dann hier liegen lassen. Wenn wir dann mal irgendwann einen Häcksler haben, dann können wir das zusammen häckseln. Ganze Sache hier. Jetzt werden wir hier auf jeden Fall mal wieder unsere Stücke schneiden. So. Jetzt hängt das Spiel. Ihr seht. Ja, das Spiel hängt. Ein herzliches Willkommen zurück nach dem Systemabsturz. Zwar habe ich jetzt hier hinten mal ein paar Probeschnitte gemacht und da hat es eigentlich einigermaßen funktioniert. Und ich werde jetzt hier mal weitersägen. Wenn es denn mit der Steuerung klappt. So. Jetzt werden wir mal sehen, ob es funktioniert. Jetzt funktioniert es, okay. Also jetzt funktioniert es auf jeden Fall wieder. Ich weiß jetzt nicht, an was es gelegen ist, dass es abgestürzt ist. Aber mir glaube ich schon mal passiert, dass hier irgendwie beim Sägen irgendwie hängen bleibt. Keine Ahnung. Werden wir auf jeden Fall mal hinten schauen. Ich denke, dass der müsste fertig sein, das ist ganz gut. Können wir den nämlich mal auf jeden Fall gleich auf unseren Waschplatz fahren. Und den sauber machen und dann den anderen zum Düngen fahren. Fahren wir den auf jeden Fall hier runter. Hierher einmal Stopp. Dann können wir den nachher mal auf jeden Fall sauber machen. Und mit dem hier, mit dem fahren wir hoch zum Düngen. So, einmal hier. Ich hoffe, dass er das jetzt packt hier. Okay, sieht gut aus. So, dann können wir den hier auf jeden Fall mal drunter her. Können wir den mal sauber machen. Nicht einsteigen, sondern laufen. So. Den machen wir sauber. Hinten auch. Die kann man jetzt halt einen neuen Patch. Kann man die jetzt auch von vorne sauber machen? Die konnten wir ja früher nur, wenn sie abgehängt waren und auf der anderen Seite sauber machen. Die kann man jetzt auch von jeder Seite sauber machen. Die Frontgewichte.
So, jetzt haben wir das alles schön hier geputzt. So, dann können wir es auf jeden Fall. Haben wir ja hier unsere Zeit. Können wir mal ein bisschen vorstellen. Und Wachstum. Normal. Hier auf jeden Fall mal speichern. So, jetzt können wir hier wieder mal unsere Forstwirtschaft vorantreiben. So, jetzt hoffe ich, dass ich das noch hinbekomme hier mit dem Frontladerfahren. Einmal hoch. Okay, hier hängt noch was dran. Scheiße hier mit dem Berg hier. Müssen wir doch von der anderen Seite. Stahl besser, wenn wir von der anderen Seite fahren. Oh, oh. Okay, dann müssen wir halt nächstes Mal ein bisschen mehr in der Mitte packen. Ich glaube doch besser, wenn man die in der Mitte. So, jetzt haben wir hier. Jetzt haben wir den Fallen. So. Einmal rein, jawohl. Haben sie glaube ich auch ein bisschen was dran geändert, dass die schöner reinfallen. So, dann packen wir den. Weil das Holz war ja immer gut eigentlich bezahlt, die Bäume hier absägen und dann zum Sägewerk. Da bekommt man ja schon für fast 50.000 für so einen Hänger voll Holz. Das lohnt sich dann schon, würde ich sagen. Wir wollen ja jetzt mal vorwärts kommen und wollen uns mal ein paar schöne Maschinen noch holen. Dann geht es auch besser. Zum Beispiel den großen Scorpion King oder sowas. Also den Harvester. Ja, das lassen wir hier liegen. Sind eh zu klein. Die können wir dann, wenn wir mal später Acker haben, können wir dann die ganze Sache hier zusammen schreddern und Hackschnitzel davon machen. So. Wir müssen hinten auf jeden Fall noch ein Gewicht hin machen. Das ist auf jeden Fall zum endlosen Hobby hier geworden. Das Holzfahren. Aber es bringt ja auf jeden Fall gut Geld. So, dann können wir hier vorfahren. Zack.
Also das klappt auf jeden Fall schon mal sehr gut hier mit dem Frontlader. So, was können wir denn als nächstes machen? Wie ist denn der hier? Okay, der hängt hier. Das ist klar. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall die Bäume hier bei Gelegenheit auch mal entfernen. Das machen wir jetzt schön manuell. Oh, jetzt ist natürlich scheiße gelaufen. Jetzt ist natürlich hier Dünger aus. Zufällig. Also werden wir auf jeden Fall mal Dünger nachtanken. Ja, und mit dieser Szene, wo ich jetzt hier runterfahre, würde ich sagen, sind wir am Ende dieser Folge. Mit einem kleinen Schnitt drin, da ja das Spiel abgestürzt ist. Aber nichtsdestotrotz werden wir hier weiter bleiben am Landwirtschaftssimulator 2015. Über ein Abo, über einen Daumen hoch und natürlich über einen Kommentar würde ich mich sehr freuen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal beim Landwirtschaftssimulator.